So, wir sind wieder in der Burg. Wir haben das Auge aufgeladen. Wir können das schon mal anlegen. Wir haben zwischendurch auch Ringe gefunden. Wir könnten immer reinschauen. Vielleicht ist da noch ein Geschicklichkeitsding irgendwo dabei, aber. Ich habe so etwas keine Zeit. Feuer. Pfeileschutz. Schutz. Ja. Stärkebonus. Lol. Im Ernst? Wir haben unsere Gürtel der Geschicklichkeit die ganze Zeit nicht an? Oh, ist das schlecht. Oh mein Gott. Ey, wie lange ich den schon nicht anhatte. Das ist seitdem wir Geschicklichkeit gelernt haben bei Diego. Letzte Mal. Alter. Oh. Moment, dann legen wir das nochmal kurz ab und legen das Geschick-Ding an. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Was? Da? Da. Vielleicht kriegen wir damit Sachen schneller tot. Wenn wir jetzt. So, erstmal hier, guck mal. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Genau. Berichte. Der Drache in der Felsenfestung im Süden ist tot. Oh ja. Yeah. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Okay. Ja, achso, wir waren jetzt auch kurz in der Stadt. Ich habe die Lernpunkte ausgegeben. Wir haben jetzt Schütze, hier Bogen, haben wir jetzt auf 59. War doch seine Entscheidung. Ja. Hey. Das heißt, jetzt nochmal 5 Punkte reinstecken, damit das auf 64 ist. Und ich glaube, dann benutze ich die Tafeln. Ja, ich denke. Oder ich warte, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Naja, überlege ich noch. Hier. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Der Feuerdrache jetzt, ne? Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht alle Drachen erwischt habe. Vielleicht habe ich noch etwas übersehen. Nach dem letzten Angriff der Drachen soll einer von ihnen bei dem Vulkan im Süden verschwunden sein. Ich würde dort nach ihm suchen. Ja, da waren wir schon mal in der Nähe. Gut. Ich höre hier immer noch Orks. Müssten auch noch ein paar Orks töten, auf jeden Fall. Vor der Burg. Das ist immer noch nicht gegessen, die Sache. Die sind voll, ne? Und alles, ja. Ja, dann gehen wir jetzt weiter irgendwie einfach nur Sachen töten. Achso, wir haben den Zengrad gefunden. Wie hieß er? Hier, Zengrad, genau. Ich habe Zengrad gefunden. Wirklich? Wo ist er? Er ist tot. Hier ist deine Armbrust. Er hatte sie bei sich. Er muss sich die Armbrust zurückgeholt haben, ist aber dann doch wohl von den Orks erschlagen worden. Verdammter Narr, ich wusste es. Wir werden alle sterben. Okay. Was? Ja, ich bin hingefallen, genau. Ich glaube, es hackt. Links oder rechts? Orks töten. Links habe ich, glaube ich, richtig viele schon gemacht, ne? Geh mal rechts lang. Vielleicht kriegen wir den Ring komplett. Also viel fehlt nicht mehr, bin ich der Meinung. Wir waren ja schon fast bis zu dem Tor da hinten, was ich von hier aus nicht sehen kann. Naja, aber ja. So, kann ich jetzt von hier aus? Ah, sieht gut aus. Ich kann jetzt Leute treffen, die weiter entfernt sind. Ist das nicht schön? Macht Bogenschütze auch langsam Sinn. Aber ich wollte halt erstmal den Schaden haben, damit ich durch die fetten Rüstungen komme, ne? Ist halt. Guck mal die Reichweite. Meine Güte. Ist das sexy. Ja, komm her. Komm. Der ist jetzt links. Okay. Ja, der Krieger ist irgendwie eingefroren. Der hat nicht mitbekommen, von wo das kam anscheinend. Das juckt ihm am Arsch, ja. Könnte ihm doch ein bisschen mit dem Kratzen helfen. Ja, genau. So. Was so ein paar Prozent Chance Treffer ausmachen, ne? Wenn man dann über höhere Reichweite einfach besser trifft. Feldräuber.
Ja, die ist erstmal unwichtig. Die machen wir schon noch. Ich hätte ja gern den dazwischen. Naja, komm. Ich hoffe, der ist gleich tot. Ja. Ey, wie wunderbar das jetzt funktioniert. Die Trefferchance. Die zuckenden Leichen stehen mir immer noch im Weg. Ja. Ich werde auch ein bisschen schneller immer mit Bogen. Also meine Schussgeschwindigkeit erhöht sich auch. Apropos, ich muss mal zwischendurch mal gucken, wie viel Pfeile ich noch habe. Alter, nur noch 200 schieß mich tot da. Also ich muss auch bald einkaufen, die Pfeile. Gut, dass ich mal reingeguckt habe. Ja, dann machen wir jetzt hier noch so weit wir kommen. Und dann müssen wir gleich mal wieder hochporten und Pfeile kaufen anscheinend. Ich verballer die ja auch gerade wie, ne? Keine Ahnung. Die Kuchenstreusel. Oder so. Sieht gut aus. So, dann gehe ich jetzt wieder hoch und... Bei wem kann ich denn Pfeile kaufen? Bei dem Tengor oder so, ne? Aber immer nur 50 oder so. Ach, alles nervig, ey. Na los. Whoop. Wie sauber wir jetzt gerade durch die Orks gegangen sind, ne? Das ist schon eine krasse Veränderung. Was so ein paar Level ausmachen können. 5 Stück oder so, ne? Ich hab was anderes gehört. Du? Tandor hieß er. Zeig mir. Nee. Nee. Oh nein. Brauch jemanden, der mir Pfeile verkauft. Du, ne? Warte mal. Das ist doch schon lange bekannt. Was? Mann. Der Proviantmeister hier, der Typ? Wenn der nichts hat, dann haben die in der Burg einfach keine Pfeile. Heißt, ich muss zu, weiß nicht, irgendwem zurück? In die Stadt oder so? Zeig mir deine Waren. Ah, der hat Pfeile. 200. Oh, gute Anzahl. Schnelles Durchklicken. Oh, danke schön. Zeig mir. Hatte gerade schon Angst, ey. Zeig mir. Zeig mir. Zeig. Na, jetzt sind wir bei 20.000 Geld. Einmal noch. Ja, nee, noch einmal. Zeig mal. Okay, ich hoffe, das reicht. 1,8. Es könnte bis zum Ende des Spiels reichen. Ich weiß nicht, ob es reicht. Glaubst du wirklich daran? Na, dann wieder los. Kriegen wir eigentlich pro Level jetzt mittlerweile mehr Lebenspunkte dazu? Weil wir jetzt über 600 schon haben? 644, nee, das klingt nach einer Zahl, die immer noch durch 12 Type ist. Bin mir aber nicht sicher. Doch, ja, ist durch 12 Type. Wobei das gar keinen Sinn macht, weil wir ja Boni bekommen haben, ne? An allen Ecken. Also, es muss nicht mal durch 12 teilbar sein. So, hier irgendwo müssten mal wieder Orks sein. Können uns auch in der Höhle mal umschauen. Wo wir Fleischwanzen ganz nee. Pilze sollten wir da suchen. In Gothic 1. Und da haben wir einen toten Gardisten gefunden. Hier drin. Teufel, ja. Hat sich schon wieder gelohnt.
Na, was kannst du, du tolle Steintafel? Lebensenergie. Ja. Yeah. Orks? Yep. What? Warum sind da so viele? Der vordere müsste jetzt sterben. Nein. Na, wie weit wollt ihr mir noch folgen? Au, au, au. Okay. Ja, ich hab vergessen, wie stark ihr seid. Nur weil ich die letzten Male euch nicht getroffen wurde von euch. Das sind drei Heilungen fast, oder? Na komm. Fast. Wo liegt der andere da? Wir haben doch bei Seekorpshof schon einen Ork-Kriegsherrn gesehen, ne? Vielleicht sind die gar nicht überall so wie Suchenden, sondern die suchen einfach nur dieses Buch, was Xardas gehört hat, die Hallen von Irrad. Stimmt sogar. Ey. Tolle Trefferchance, ey. Meine Güte. Ja, du mich auch. Oha, Treffer. Ah, schön. Also die Reichweite, wo überhaupt Treffer möglich sind, wird dadurch auch erhöht. Auf jeden Fall. Dadurch, dass wir ne, da reinskillen. So, zweimal Heilung. Schamane? Oh, nice. Alter, sind das noch viele hier. An der einen Ecke. Das sind nicht so viele. Die jetzt gerade angerannt kommen. Wenn ich mal treffen würde. Ne, das ist ja doof. Warum habe ich denn eben nicht getroffen? Also die da ankamen gerade, das ist doch... Meh. Ja. Je höher ich komme mit der Trefferchance, desto mehr verstehe ich nicht Treffer dann nicht mehr, ne? Und kann mich deswegen beschweren und aufregen und Ja, gebt mir euer Fell. Ich brauche das Geld, ich bin so arm. nochmal speichern. Da ist kein Feuer im Weg, das sollte besser gehen. Ja, es sind ein paar viele. Ich dachte, die bleiben da stecken kurz. Au. Hey, eine Steintafel. Warum liegt der eine Ork hier noch? Hat der ein Quest-Item?
Was? Nee. Warum liegt er hier noch? Normalerweise sollte die Leiche doch verschwinden. Naja, auch gut. Ich kann ja auch mal nachhelfen hier. Guck mal, wir finden auch so viele Tränke jetzt mittlerweile. Ich finde es toll, dass die Mana-Essenzen schon bei 50 anfangen. Nicht bei 25, so wie die Heiltränke. Ich wünschte, die Heiltränke hätten auch bei 25 angefangen. Nee, warte mal, die fangen bei 50 an. Ja, es kommt mir so wenig vor. Okay. Wir haben einfach so viel Leben. Und trotzdem knallen uns die Ork-Elite so viel mit einem Schlag davon weg. Bist du alleine? Was? Wo ist der Rest? Meine, ich nehme das gern, ne? Aber, naja. Da vorne war ich schon. Ist das die letzte Gruppe im Außenring jetzt hier? Danach können wir uns auf den Wall oder was weiß ich, auf alles andere konzentrieren. Okay. Whoop. Whoop. Der Orkschaman hat jetzt bestimmt einen seiner Kollegen getroffen, ne? Hier laufen wir nochmal eine Runde, ne? Noch ein Sprung. Ja, ist gut. Guck. Geht er down. Nice. Und da laufen noch welche weg. Na komm. Jetzt ein Treffer, das wäre richtig schön. Jawohl. Der hier ist gleich tot. Na, jetzt aber. Gut. Den habe ich noch nicht gelootet. Weil die auch immer nur Müll dabei haben, ne? Also, naja, ab und zu mal Tränke. Wäre mir lieber, wenn die so wie die Echsenmenschen wären. Die kann man einfach nicht looten, das ist gut. 7000 noch. Wow. Immer noch so viel. Naja, da vorne stehen ja nochmal 2000 rum oder so. Wobei, nee. Sind schon weniger. Würde ich sagen. Na, wo ist der Kollege? Da. Deine Schamane ist dichter gekommen. Sehr schön. Hi. Da sind auch noch Orks. Also der hier ist nicht der Letzte, der Schamane da. Vielleicht sollte ich den erstmal in Ruhe lassen. Ich dachte jetzt, der Schamane wäre schon der Letzte. Dann habe ich die hier gesehen. Da ist noch einer, ne? Ein dritter? Nee.
triff ihn doch. Danke. Doch, da ist noch ein dritter. Da. Da ist ein Orkelite noch rechts. Was macht der da? Betrauert der seinen Kollegen? Nee. Merkwürdig. Hat er das Schwert gezückt gehabt? Und jetzt. Jawohl. Wir töten sie alle. Sehr schön. Soll ich so einen Kammerjäger-Service aufmachen oder so? Also Ork-Jäger-Service dementsprechend. Ich würde es sogar kostenlos machen. Ich nehme einfach nur den Loot und die Erfahrung vor allem. Oh oh. Oh oh. Elite mit bei, ja? Zwei sogar. Mehr als ich dachte. Ach, ihr macht's mir zu leicht. So, sind da jetzt noch zwei andere gekommen? Upp. Ist eigentlich auch komplett absurd, dass ich mit dieser schweren Rüstung hier diese Sprünge mache, ne? Naja, die Rüstung ist ja noch aufgeklebt anscheinend. Wenn man genau hinguckt, sieht man das. Ich laufe eigentlich mit so einem Kleidchen rum. So mit Pappmaché und so ein bisschen, ne? Dass ich die Waage immer noch nicht one-hitte. Ah. Wie viel brauche ich dafür? Oha. Oh, hier ist noch einer. Zum Glück hat er mich verfehlt. Noch mehr. Oh mein Gott. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. So, erstmal Schamane. Die Schamanen haben echt diesen einen Fehler, dass sie immer näher kommen. Die haben unendlich Reichweite mit ihrem Scheiß da. Aber nein, sie müssen mir nachlaufen. So viel schon getötet. Bald haben wir den Ring bereinigt. Kann man das eigentlich irgendwie als Quest nochmal, also so, kann man Garon nochmal ansprechen oder so darauf? Nee, ne? Ich glaube, das nur so persönlich. Olé, erstmal speichern. Stufe hoch. Ja, wir haben 10 Lernpunkte bekommen und wir sind um 12 Lebensenergie gesteigert. Ja. Genau um 12. Also es steigert sich immer noch jedes Level um 12. Wir haben den Außenring, den Ring um die Burg, den haben wir jetzt durchbrochen. Yeah. Das heißt, wir können jetzt endlich mal hochgehen zum Feuerdrachen. Hat ja nur ein bisschen gedauert. Ist da eine Höhle? War da schon immer eine Höhle? Was? Goblins. Cool. Da war ich auf jeden Fall noch nicht drin. Noch mehr? Ne.
Ich würde gern mehr Kronstöcke finden, damit ich meine Goblinbeeren verarbeiten kann zu Getränken. Aber ich weiß, ich habe sowas absolut nicht im Kopf, wo Kronstöcke waren. Ich würde mir wahrscheinlich von Mondgesänge irgendwie eine Karte nehmen und die mal gucken bei so ein paar Orten. Irgendwann. Irgendwann in Kapitel 5 oder so. Um dann die letzten. Die letzten Goblinbeeren verbraten zu können. Zu Geschicklichkeitstränken. Achso, da waren ja Leute. Da sind aber auch wieder 85 Orks oder so, keine Ahnung. Ein paar halt. Stecken auch ein paar fest. Auf mich zu kritten, zu kombon. Crits sind mir nicht egal, aber... Okay. Noch einer? Nee, das war der. Sehr schön. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt Biff mitnehmen soll. Ich hätte schon Lust, ihn jetzt doch anzuheuern. Mal gucken, wie das mit ihm läuft. Dass wir zumindest einen Drache mit ihm töten. Weiß er nicht. Reicht ja eigentlich, ne? Mal gucken. Links, rechts, rechts, links, links. Also will ich jetzt Biff anheuern, ja? Ja, doch, warum nicht? Wie viele? Nee, haben wir nicht. Bisschen Mana auffüllen und leben. Na dann. Dann gehe ich jetzt Biff holen. Ist ja auch nicht allzu weit weg. Gucken, wie er sich macht. Vielleicht ist er sogar eine große Hilfe. Kann sogar sein. Wir könnten auch hier bei Cavalons Bett nochmal pennen. Das ist eine gute Idee. Hätten wir jetzt gar nichts essen brauchen. Da müsste doch auch noch so ein Paladin stehen, oder? Können auch mal mit ihm reden oder ihn einfach seine Leiche looten, wenn er in der Zwischenzeit umgebracht wurde. Ja, wie ist er? Uta? Nee. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Du lebst noch. Du hast sogar zwei Paladine dabei. Was ist hier passiert? Engrom? Im Innern ist der Name Talbin eingegrannt. Ach was. Also diese dunkle Stimme hat ihm gesagt, er soll hierher gehen. Erzähl mal. Hier, Markus. Wie ist die Lage? Ich danke dir für die Unterstützung. Inos wird uns die Kraft geben, durchzuhalten. Okay. Willst du mir nicht sagen, hier was mit Engrom war? Ah, irgend so ein Verrückter kam an und hat uns angegriffen? Nee, hä? Na gut, wir gehen mal mit Talbin dann. Ich hoffe, Biff steht noch da, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Kommen wir denn jetzt am schnellsten zu Talbin? Müssen ja auch noch irgendwas mit Khor Angar in der Nähe machen, ne? Hier oben ist Talbin. Hier rechts oben. Kommt man da irgendwie... Ist da was? Ne. Hier waren diese Banditen oder was auch immer. Hier um die Ecke. Da ist jetzt... Was? Ich gehe einfach mal hin. Bist du feindlich? Jetzt bist du dran. Ja. Das letzte Mal haben wir den nicht gemacht, oder? Dann? Was? Oder haben die Respawn gehabt? Hä? Ja, nun hört doch mal auf, mich zu löchern hier. Mhm. Komm doch dichter. Was?
Legt er sich einfach hin. Wie viele seid ihr bitte? Ich war... Was? Ich glaube, das ist Respawn. Ich glaube nicht, dass die Kapitel 2 schon so mächtig viele waren und so. Das wollt ihr nicht. Das wollt ihr wirklich nicht. Ihr wollt euch jetzt nicht unbedingt mit mir anlegen, oder? Seht ihr, dass da links am Felsen wieder drei Bögen wackeln, weil die da andauernd gegen die Wand laufen? Zwei Bögen. Ja. Mal gucken, ob wir da irgendwie von oben können. Dass uns nur die Hälfte angreifen kann oder so. Der trifft mich. Komm. Jawohl, ich treffe ihn über die Entfernung. Alter. Wie nervig. Wie nervig. Ja. Nein. Ich bin tot. Ja. Wow, das sind wirklich, wirklich viele. Können wir die irgendwie einzeln anlocken? Gut. Okay, nach dem Laden sind so ein paar auf Tuchfühlung jetzt. Finde ich gut. Habt ihr nicht anders verdient? Waren denn deren Pfeile jetzt alle, oder? Oder sind die Buggy einfach nur nach vorne gelaufen? Ich weiß nicht. Sah zumindest fast so aus, ne? Ich wollte eigentlich nur zur Talbin und nicht hier... Ach, verdammt. Joa, da stehen drei Leute. In einer Reihe. Treffe ich die? Ja, ich treffe. Na, ein Schuss noch. Ein Treffer noch. Ich glaube, da ist der vordere auch weg. Oder? Ja, der ist schon mal getroffen worden. Ja, ne? Sind das hier denn jetzt ehemalige Söldner? Woher kommen die Leute halt irgendwie? Ey, lass das. Mit deinem Pummelbogen, Furzbogen da, weißt du? Da hinten steht noch einer. Ihn jetzt getroffen hätte. Okay. Ja. Yeah. So. Na du? Stehst da Wache? Dreckigen Banditen. Wow, 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 wow. Warum sind da... Warum? Was? Warum da? Ist das merkwürdig? Okay. Was die wohl gemacht hätten, wenn ich jetzt mit der Banditenrüstung angekommen wäre? Moment, ich speichere mal. Zu spät. Zu spät. Egal. So. Hätte ich noch ein Safe gehabt jetzt direkt davor, dann hätte ich das gemacht. Aber jetzt bin ich dann auch zu faul. Snapper. Ah, eine Blutspur, aber die ist noch von früher, ne? Von der Sache mit der Mine und so. Und müsst ihr doch Silje rumhängen, oder?
Ihr seid ganz schön viele. Bin froh, dass hier eine Schlucht zwischen uns ist. Ihr seid so dumme Tiere. Schön. Fallschaden, ne? Oh ja. Also die Snapper sind halb beschädigt. Ja, yeah, cool. Alle da unten. So, ich muss aber nach da hinten irgendwie. Hexenmänner. Treffen, bitte. Ah, so knapp. Okay. Zack, zack, zack. Das ist ein Kombo ausgepackt. Ja, bis zu einem gewissen Punkt sah es ja ziemlich gut aus. So, so muss das. Zack, Treffer, zack, Treffer, zack, Treffer. Weißt du? Bam. So muss das. Sehr schön. Ah, Trefferchance ist was Feines. noch mehr. Mhm. What? Wer? Was? Warum? Irgendwer hat gerade Schwerter gezückt. Unter mir? Hinter mir? Wahrscheinlich links da irgendwie, ne? Da in dem Wasserfall-Ding. Da? Das ist aber so weit weg. Sollte denn eben Schwerter gezückt haben? Ich höre jetzt auf jeden Fall niemanden, der sie wegsteckt. Also, weiß ich nicht. Vielleicht war das nur ein Soundbug? Hm. Ich werde mir hier den Wald da nochmal angucken, gleich auch. Aber ich würde erst mit Talbin reden. Da ist auch noch ein Bett. Können wir auch erst den Wald angucken. Hi. Unter mir. In der Höhle. Belia schreien. Mhm. Sind da denn noch mehr Orks? Erstmal nicht, ne? Gehen wir erstmal oben lang. Können ja von der anderen Seite nochmal reingucken, ob da noch irgendwer drin ist. Da lang. Hm. Orks. Orks, Orks, Orks. Was soll hier auch sonst sein? Heiler. Mhm. Oh, oh, oh. Oh, ein Schatz gefunden. Dunkelpilze. Aber es sind nur zwei, oder? Drei? Hm. Naja, immerhin. Wo war denn hier Talbins Lager? Noch ein Stück weiter, ne? Ja. Noch ein Stück weiter und dann drüber.
Na, meine lieben Ork-Krieger, Schamane. Shit. Mach mal erstmal den. Bitte stirb. Danke. Wow. Da ist das von Talbin. Dass die Wargs nicht One-Hits sind, ärgert mich echt. So kurz davor. Ah. Naja, dann gehe ich jetzt erstmal zu Talbin hin. Und dann holen wir Biff und dann gehen wir ein Stück mit ihm mal los. Ich bin gespannt, wie wir uns mit ihm schlagen. Ich hoffe, wir schießen ihm nicht andauernd in den Rücken, ey. Ne? Dann machen wir den Feuerdrachen mit Biff, hoffentlich. hier. Na? Hey. Ich hab deinen Kumpel Engrom gefunden. Ja? Wo ist er? Er ist tot. Hier, ich habe deine Lorca-Haut bei ihm gefunden. Bei Innos, ich muss hier raus und wenn ich dabei draufgehe, jetzt oder nie. Wat? Warte, lass mich dir helfen, bitte. Ich hoffe, wir haben alles freigemacht auf dem Weg. Ja, ne? Da vorne waren wir, da waren Drachensnapper und so. Ich hoffe, du gehst jetzt links. Links, danke. Jetzt einfach nur den Weg nach rechts hoch folgen. Du schaffst das. Ich glaub ganz fest an dich. Das ist gut, weil wir eh zu Biff wollten. Ich hätte natürlich erst die Orks noch im Wald gemacht, aber na gut. Trifft sich sehr gut. Ich hoffe wirklich, Biff ist noch da und wir müssen nicht irgendwo irgendwo im Minental sitzt da rum oder so. Das wäre nicht so geil. Können wir mit dir reden? Mal. Ja, genau. Wo willst du hin? Nix wie raus hier über den Pass. Geh mir aus dem Weg. Okay. Ich helfe dir. Alles gut. Hey, Biff. Du müsstest es eigentlich auch schaffen. Nicht so wie Bilgot, weil diesem habe ich alles geklärt. Was? Ein Snapper. Was? Seit wann ist da ein Snapper? Ja, so muss man es den Biestern geben. War das extra für seine Quest? Na? Geschafft, hä? Moment. Okay, reicht, ja. Wo willst du hin? Bring mich über den Pass, bitte. Geh doch einfach durch. Da drin ist es so dunkel, ich gehe da auf keinen Fall. Na gut. In Ordnung. Ich danke dir. Wenn du rübergehst, folge ich dir einfach. Okay. Das hat ja gepasst. Na, machen wir das mal ganz kurz. Dann können wir auch Lernpunkte wieder verteilen. Warum nicht?
Nehme ich euch diesmal mit. Ha. Der ist nicht hier. Talbin? Muss ich normal über den Pass gehen? Oder irgendwas falsch gemacht? Hä? Na gut, wir gehen mal kurz zu der Tür da vorne und dann schauen wir mal, ob er da ist. Ansonsten lade ich jetzt einfach nochmal. Ich meine, er kann ja theoretisch nicht dadurch, oder? Weil wir den Schlüssel haben, oder? Wie ist die Logik dahinter, hä? Hätten wir normal durch den Pass gehen müssen? Also da, wo die Orks sind? Nee, warte, das ist... Garn? Nee, das ist Talbin. Ah, okay. Alles richtig gemacht. Warum bist du jetzt vor uns hier? Der Pass war doch gar nicht so schlimm, oder? Ich danke dir für die Rettung. Hier, ich habe diesen unbearbeiteten Stein auf dem Pass gefunden. Ich denke, er wird dir noch nützlich sein. Runenstein, oder? Es ist ein Erzbrocken. Möge Innos dich beschützen. Okay, cool. Haben wir Talbin geholfen? Warum sind hier immer noch Suchende? Oder wieder? Ich weiß nicht. Drachensnapper? Mach mal einen Schuss, bitte. Danke. Zwei Schuss. Nett. Oh, der kommt jetzt hierher. Lieber speichern. Zwei Schuss für Drachensnapper. Geht die Entfernung? Ein bisschen weit weg, ne? Ne. Uha. Okay. Ork kriegst her. Hier auch. Moment. Talbin? Bitte nicht rangehen. Warum treffe ich den nicht? Ah, danke. Ja, so muss man es den Biestern geben. Ich frage nicht, wohin geht. Ob der hier oben bleibt? Oder ob der zu Orlans Taverne geht oder so? Na gut. Ich wollte das machen. Und also hier hinzugehen geht es noch relativ einfach. Du gehst einfach, ne, da oben. Vom Pass aus direkt hin, das dauert keine Minute und dann portest du und dann bist du hier gleich bei Cavalon. Das ist ziemlich easy. Das Zurücklaufen ist ein bisschen nerviger. Also von hier aus über den Pass gehen dauert länger, auf jeden Fall. Joa. Ne Cavalon? Ich will sicher. Aber der Mensch und das Tier führt. Wir nehmen Bogen. So. Du hast eine Menge verlernt seit damals, aber. Das kriegen wir schon wieder hin. Jetzt möchte ich erstmal kurz speichern. Der Mensch erschlug das Tier. Und es ging ein in Belias Reich. Wow, wir haben so viele Orks getötet. Wir brauchen noch 5000 Erfahrung. Dann können wir schon wieder herkommen, theoretisch. Oh Mann. Achso, genau. Diesen Bogen auf Meister 64. Das nächste Mal kostet uns 15 pro Punkt. Ich würde sicher. Weiß ich nicht. Also jetzt wäre die Möglichkeit. Ja, komm weg, geh weg. Sei ruhig, Vatras. Danke. Jetzt können wir aber auch die ganzen Tafeln benutzen. Die hier. Auf wie viel kommen wir dann? Ich speichere nochmal ab. Dann kommen wir auf. Weiß ich nicht. 64 sind wir jetzt. Das ist 70. 72. 74. 76.
78. 84. Wenn ich das jetzt lerne, dann kostet jeder Skillpunkt sehr, sehr viel. Ich würde gerne noch einmal 5 Punkte holen. Einmal noch. Also die nächsten 15 Skillpunkte geben wir jetzt aus für Bogenschütze. Und dann sind wir auf 94. Das ist der Plan. Nee. Ich weiß nicht. Soll ich das einfach jetzt machen? Ja, komm. Mach einfach. Komm, weg damit. Da sind wir auf 90. Das ist schon ein verdammt guter Wert. Viel mehr brauchen wir eigentlich nicht. Also wirklich nicht. Ja, wo gehen wir dann als nächstes rein, ne? Das ist das Problem. Wo gehen wir als nächstes rein? Wir haben bestimmt noch gut 10 Level vor uns. Und einfach nur die Paladin-Runen zu holen, reicht halt auch nicht. Ich weiß nicht. Ich denke, ich sollte Bogen nicht ganz so hoch treiben und nochmal irgendwie 10, 20 Punkte reinstecken. Also ich lade jetzt nochmal. Komische Logik, ich weiß. Aber wir kriegen ja noch ein paar Level. Und da muss ja auch irgendwo müssen die Punkte ja hin. Wenn wir fertig sind, sind wir halt fertig. Das ist ja auch nicht so gut. Also ich mache jetzt hier irgendwie 10 Punkte mehr oder so. Wo ist denn... Also einen davon übrig lassen und einen davon. Damit wir dann auf 100 kommen. Das heißt, ich lerne jetzt alle anderen, richtig? Zack. Und 100 ist nicht das Maximum übrigens. Es kann auch höher als 100 gehen. Dann kann man noch weiter treffen halt. Aber 100 ist das, was ich jetzt machen werde. Zack. Und zack. Dann haben wir jetzt noch 10% in Schrifttafeln hier über. Die wir dann nachher holen könnten. Weiß ich nicht. Aber haben jetzt schon mal 80. Das ist schon schön. Das heißt, wir könnten noch mal 5 Punkte so machen. Okay. Gut. Gespeichert. So wird's übernommen. Und ja. Wir sehen uns dann gleich bei Biff wieder. In der nächsten Folge. Hehe.